Halli, Hallöchen und willkommen in weiter Folge von unser kleine, feine Opas Haus zu Hause. So, heute habe ich geplant, ich mache heute drei Aufgaben zu essen. Diese Schuppen hier, zweitens mit dieser Typ hier reden und drittens mit Herr Cornelius auch noch reden. Ja, das ist meine Aufgabe. Und wenn dir das Video gefällt, noch ein Like da. Und um nicht zu verpassen, noch ein Abo. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Genau die zwei habe ich in Inventar. Das ist doch schön. Genau, schön ausreichend zum Reparieren. Ui. Ui, das dauert noch. Also gehen wir zu diesem Typ. Guten Tag. Schnell reißen Tunnel. Aha. Mit ihm reden. Ellen! Bist du das? Wir haben uns ja seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ich bin Rudi. Nein, er heißt Rudi. Rudi! Du bist ja ganz schön gewachsen. Ich hab dich fast nicht mehr erkannt. Wie geht es dir? Oh, noch ein kleines Pläuschchen gibt's auch noch. Sehr gut. Danke der Nachfrage. Das habe ich vor allem deinem Großvater zu verdanken. Der hat mir ganz schön geholfen. Er scheint, ihm geht's wirklich sehr gut. Großvater hat ihm noch geholfen. Kann ich etwas für dich tun, um dich zu revanchieren? Ja, und ich möchte immer noch... Alter Falter, ich gebe das hier zu viel. Er war zu viel. Junge, Junge. Geht wirklich hier viel. Frag mich mit unserer Opa hier. Nein, nicht wirklich. Aber die letzte Zeit hatte er sich komisch benommen. Großvater hat sich komisch benommen? Nein, wie denn das? Und nach der Müllflut ist er dann verschwunden, ohne ein Wort zu sagen. Das auch noch. Also Großvater hat... Also der Großvater. Also ihres Großvaters. Hat etwas zu verheimlichen. Hat sich komisch benommen. Da gibt's noch etwas zu tun. Komisch, was meinst du? Wir hatten eine Abmachung. Ich hatte eine Angewohnheit, die Dinge von seinem Farm zu borgen. Er wollte sie nie zurück. Im Gegenzug sollte ich ihm nur gelegentlich etwas Essen bringen und mich hinsetzen, um mit ihm zu plaudern. Er ist ein netter Typ. Mann, junger Mann. Sollte ich besser sagen. Er ist ein netter junger Mann. Ein Gesellschaft von älterer Herr, also ihres Opas. Ich habe viel von ihm gelernt. Und er nahm sich immer Zeit für mich. Aber in der letzten Zeit veränderte er sich. Er arbeitet an etwas, murmelt vor sich hin. Und wenn ich aufkreuze, übersah er mich einfach. Da stimmt irgendwas nicht. Aber mal schauen. Das war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Als ich das nächste Mal vorbeikam, war er bereits verschwunden. Er ist einfach weg. Ihres Großvaters ist einfach weg. Du hast also sein Werkzeug gestohlen? Ich habe sie mir nur geborgt. Ellen, Diebstahl gehört sich nicht. Leute stehlen, um sich zu bereichern, aber das war nie meine Absicht. Ich wollte lediglich den Leuten hier helfen. Stehlen ist nie etwas Gutes. Das kann ich euch sagen. So, wie weit ist der gekommen? Noch nicht. Noch nicht so weit. Braucht noch ein bisschen. Komm, mach schneller. Ich will es sehen. Ich bin ganz ungeduldig. Nein, Spaß. Unterdessen.
gehe ich zu Herr Kollege Cornelius Ritter. Wo ist er? Hier ist er. Stimmt, ich vergesse immer wieder zu springen. Kann ich ja nicht. So, was hat er? Seid gegrüßt! Lady Ellen, ich habe beschlossen, im letzten Mal hierher zu kommen. Dieser Farm ist wahrlich das Juwel des ganzen Dorfes geworden. Dafür möchte ich euch dieses Souvenir überreichen. Ihr habt Großes geleistet. Okay, bitte haut mich nicht mit französischen Wörtern umher. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Ja, Hochdeutsch so auch nicht. Aber da kann ich mir schon besser lesen. So, weiter. Möchte ich jetzt einige Geschichten über diesen Ort hören oder rufen euch andere Pflichten? Was soll ich sagen? Andere Pflichten habe ich ja nicht. Doch, ich sollte mal die Hühner füttern. Aber das mache ich später. Sie gehen mir nicht ein. Die Hühner. Es ist immer gut, etwas Neues zu lernen. Ihr fragt euch vielleicht, warum es in dieser Gegend so viel fruchtbares Boden gibt. Die Farm war einst eine Grünanlage, die schließlich aufgegeben wurde. Sie war immer noch genug geschüttet, um vor der gröbsten Verschmutzung bewahrt zu werden. Ah. Das ist jetzt doof. Ich habe zu schnell geklickt. Ja, gut. So, alles reinsaugen. Ich habe noch hier Müll. Nur restlicher Müll, was ich gemacht habe. Und hier ist noch ein Hühnchen. Das ist eine Mine. Und ich komme nicht hinein. Schade. Oh, ja, Futter. Futter für die Hühner brauche ich auch noch. Nicht wahr? Hier ist auch voller Müll zugeklatscht. Halt und sowas von zugeklatscht. Ja gut, dann mache ich hier schnell den Weg frei. Dann sehen wir uns natürlich später. So, der Weg ist wieder frei. Und ja, ich habe etwas bemerkt. Es ist wirklich voll mit Müll. Wow. Und hier ist noch eine Kiste, ein Koffer. Dieser Typ hier. Und genau dieser Mann, also der ältere Herr. Ich weiß nicht, ob das jetzt unser Opa ist oder nicht, aber ich frage ihn mal. Unglaublich! Du bist es wirklich, oder? Max, kleines Mädchen, Elta, Elliot, Elrod, war doch der Name. So wie ich! Ich kann kaum, wenn ich einen Namen höre, den ich noch nie gehört habe, vergiss ich. Vollkommen, so wie er. Ich bin definitiv nicht Elrond. Ich bin's Ellen. Gut, dann ist mein Gedächtnis doch nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte. Er wusste, es fängt mit E an. Aber der Rest nicht. Ah, lustig. Du bist vielleicht groß geworden. Ich erinnere mich noch, wie du hier als Dreikäse hoch rumgesaust bist. Du warst überall und irgendwie überall gleichzeitig. Erstaunlich, was du da alles angestellt hast. Dreikäse hoch, ja. Was ist hier passiert? Und hast du meinen Opa irgendwo gesehen? Nicht so schnell, Elsa. Er ist schon wieder vergessen. Ich sag's dir alles, was ich weiß. Aber bevor du der Spur deines Großvaters folgst, brauchen wir deine Hilfe.
Du bist jetzt eine tüchtige Erwachsene und verstehst was von Farmleben. Du könntest uns in unserer Not helfen. Also, Synchronsprecher, als alter Mann bin ich gut vorbereitet. Nicht wahr? Und er hat natürlich wieder den Namen vergessen. Ist wirklich einfach, Ellen auszusprechen. Also im Kopf zu behalten. Und deine Saugfriedhof-Ausrüstung könnte sich auch als äußerst nützlich erweisen. Das ist ja das Mindeste, was du tun kannst. Wenn man so an deine Jugendsünde denkt, oh, was hat sie das? Wie? Jugendsünde? Jugendsünde? Was hat sie alles gemacht? Hilfe! Wobei? Und was habe ich angestellt? Das fragt mich jetzt auch. Du weißt ja bereits, dass das Leben auf einem Farm keine Zuckerschlecken ist. Max hat dir sicher gezeigt, wie viel harte Arbeit es erfordert, sie in Schluss zu halten. Schuss zu halten, so. Da du jetzt zu groß bist, um dich hinter seine Rücken zu verstecken, kann ich dich nachträglich wegen alter von dir beschädigten Werkzeug ausschimpfen. Ganz zu schweigen von den Hühnern, die du von der Farm verscheucht hast, weil du die verrückte Prototype deines Großvaters testen musstest. Was für ein Prototyp? Weiter. Vielleicht erfahre ich mehr. Und wo wir gerade dabei sind, hat dir niemand beigebracht, dass Make-up nichts auf dem Geflügel verloren hat. Also, der Spruch von er gibt, und wir wissen ja nicht mal seinen Namen richtig, wo er gibt, ist wunderbar. Redest du etwa von Hühnern? Ich kann mich an nichts erinnern. Du kannst keine Beweise. Ich glaube, wir spielen ein Unschuld-Slamline. Hier, ich habe all die Jahre diese Foto behalten und nur auf diesen Moment gewartet. Oh, er hat doch noch Beweise. Ich hoffe, er hat das falsche Foto. Wenn nicht, dann sind wir wirklich nah dran. Etwas machen. So, weiter. Ja, er hat natürlich ein Foto. Ich weiß nicht, was er damit meint, aber sieht richtig putzig aus, muss ich euch sagen. Bevor ich dir also sensible Informationen über Max Verbleib anvertraue, musst du dich um die Farm kümmern und ein paar Dinge erledigen, um zu beweisen, dass du es ernst meinst. Na gut, was soll ich also tun? Du musst beweisen, dass du dich gut um die Hühner kümmerst und sie dir nichts nachtragen. Ja, ich will gerade Hühner Futter geben, aber ohne irgendwas zu machen, fällt mir noch ein Gegenstand, Apparat, Werkzeug, ein Plan, würde ich mir auch noch sehr empfehlen. Und wie du das machst, musst du schon selbst herausfinden. Interessant, ja, das tut's. Ich sehe schon, du verschwendest keine Zeit. Ich würde dir lieben gerne helfen. Aber als dein Großvater fortging, verlor ich eine sehr wichtige Kunden. Er war auch mein letzter Kunde. Und das ist ein Problem. Vor allem bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage. War der Opa, also ihres Großvaters, der einzige Kunde gewesen? Na, erfahren wir früher oder später noch mehr dazu. Bei deiner Ankunft war ich gerade am Zusammenpacken. Als damals alle zum Mars aufbrachen, beschloss ich zunächst, meinen Laden nicht aufzugeben. Schließlich ist er mein Lebenswerk. Und
was soll ein alter Händler wie ich auf den Mars, wo einem alles vor die Tür geliefert wird. Da gäbe es keine Gelegenheit mehr, mit den Kunden zu reden und herauszufinden, was sie brauchen. Ihnen bei der Auswahl zu helfen oder einfach nur ein Schwätzchen zu halten. Aber alles dann alle weg waren, begann ich meine Entscheidung zu bereuen. Ja, warum? Du hast deinen Laden noch, Ellen ist wieder zurückgekommen, hast du wieder Kunden. Was, warum ist hier sonst niemand? Die meisten meiner Kunden lebten im Dorf. Aber nachdem die ganze Gegend ruiniert und verschmutzt wurde, sind sie weggezogen. Aber du kannst uns helfen. Du bist jung und hast eine super starke Saugfried. Die wird es bestimmt Hand umdrehen gelingen, unser Dorf wieder auf Vordermann zu bringen. Okay, was muss ich tun? Als erstes solltest du das Haus des Farmers Harold finden. Du kannst sicher von seinem Wissen profitieren. Und wer weiß, vielleicht wird er mein neuer Kunde. Dann musste ich nicht wegziehen. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Ich habe eine praktische Liste für dich zusammengestellt. Wenn du dich um dieses Problem kümmerst, wäre das eine enorme Hilfe. Dann mal los, Mädchen, du schaffst das schon. Und sobald du fertig bist, helfe ich dir bei der Suche nach deinem Großvater. Ein nettes Pläuschchen habe ich gehabt. Aber ich weiß immer noch nicht, wer der heißt. Kommt sicher noch später. Hier ist noch ein Koffer. Hab vorhin schnell nachgeschaut, ob ich Hundehütte kann bauen. Leider kann ich das noch nicht. Aber dafür kann ich schon andere zwei, was ich hier im Laden gekauft habe. Ja, hallo? Mit dir kann ich reden. Hallo Hühnchen? Hallo Hühnchen? Wow. Sind wir heute professionell? Nein! Das gibt's doch nicht! Ein Schwein! Ich hab ein Schwein gefunden! Was? Hallöchen, du? Ja, dich muss ich auch noch eine Hütte bauen. Ja, ich würde mal sagen, so 52% zählt hier wieder sauber aus. Ja, und hier ist noch ein Koffer, wo das gleiche drin ist. Hier schauen wir die nächste Folge an, was hier hinten alles verbirgt. So, jetzt gehen wir alles wieder zurück. Ich habe reichlich Müll gesammelt. Er hat Hühnchen auf dem Kopf. Wie geil. Ah. Ja. Unser Hühnerstall ist voll. Gehen wir zurück. So, hier sind wir wieder zurück. Jetzt. Es ist fertig, es ist fertig, es ist fertig. Es ist fertig. Du willst noch einen Freund haben. Da fühlst du dich nicht einsam. Das kriegst du. Das ist ja der Hammer. Sie laufen alle beide hier hinein. Tomaten sind reif, ernte ich. Natürlich bei nächster Folge. Jetzt haben wir noch das. Hundehütten. Ein Hundehäuschen möchte ich gerne hier haben. Und das zum Kochen. Ach so, so geht's. Okay. Ja. Drei Hühnerhäuschen. So. Jetzt habe ich drei Roboterarme. Wie geil. Äh.
Woher kommt das Kleine? Das hat sich aber schön teleportiert. Es wird gerade Nacht. Wir haben hier viele Dinge erledigt. Ja. Das letzte Video von diesem Jahr. Und ich würde mal sagen, ein guter Rutsch alle miteinander. Und ich würde mal sagen, ich fliege weiter durch diverse Games. Auch im neuen Jahr geht es weiter. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschö. Mit die sind das Alpakas. Lama oder Alpakas?